Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, ich habe in unserer Spielesammlung mal wieder ein Spiel entdeckt, das wir noch nicht vorgestellt haben und auch noch kein Video gedreht haben. Und das ist das Spiel Stimopolis von Korax Games für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren. Bei dem Spiel Stimopolis sind die Mitspieler Anwärter auf den Bürgermeisterposten und müssen sich zu Kundgebungen in Stimopolis begeben. Dazu müssen sie mit ihrem Luftschiff auf die verschiedenen Etagen fliegen, dort Reden halten und Stimmen sammeln. Bei dem Besuch auf den Etagen können die Mitspieler dann Siegpunkte bekommen und wer das dann am besten plant und dadurch die meisten Siegpunkte am Ende des Spiels hat, ist dann Sieger dieses Spiels. Ich möchte bei diesem kurzen Video nicht in die kleinsten Details gehen. Ich möchte euch nur den allgemeinen Spielablauf zeigen, damit ihr anschließend entscheiden könnt, ob dieses Spiel etwas für euch ist oder nicht. Bei diesem Spiel Stimopolis muss man einiges aufbauen. Das ist im Regelheft gut erklärt. Das habe ich jetzt hier auch so gemacht. Dann bekommt jeder zu Spielbeginn sein eigenes Luftschiff. 3 Drucksteine, die werden auf die Positionen 1, 1 und 2 gesetzt. Dann bekommt jeder schon 2 von diesen Maschinenerweiterungen. Und zu Spielbeginn wird auch noch hier eine Eigenschaft für jeden und auch zu Spielbeginn darf sich hier jeder eine Eigenschaft ziehen, die dann zu Spielbeginn dann ausgewertet wird. Die Ressourcen bei diesem Spiel sind Zahnräder und Edelsteine. Das Startschiff von jedem kommt hier auf die Zählleiste, hier im oberen Spielbereich. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Der allgemeine Spielablauf ist jetzt so, dass derjenige, der an der Reihe ist, verschiedene Möglichkeiten hat, aber immer nur eine Aktion gemacht werden darf. Da man bei diesem Spiel, wie ich ja schon sagte, mit seinem Luftschiff fliegen soll, benötigt das Luftschiff dafür genügend Dampf und das ist dann auch schon eine Aktion, nämlich die Dampferzeugung. Jeder Mitspieler schaut zu seinem Beginn seines Zuges, wie viel Dampf er denn erzeugen kann. Das sieht man hier an diesen Abbildungen hier. Also in dem Fall hätte der Mitspieler 5, dürfte der Mitspieler 5 Dampf erzeugen und damit bewegt er jetzt hier seine Drucksteine. Und zwar für jede Dampfeinheit einmal. Das könnte man zum Beispiel jetzt machen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber besser ist es, da man Drucksteine, die schon da stehen, überspringen darf, würde man diese fünf Druckeinheiten jetzt so verwenden, indem man also 1, 2, 3, 4, 5 vorwärts zieht, sodass die Drucksteine jetzt auf dem Feld 4, 5 und 6 stehen. Das ist eine Aktion, nämlich die Aktion Dampf machen. Dann hatte ich ja gesagt, dass die Mitspieler sich hier auf die verschiedenen Ebenen von Stimopolis bewegen müssen. Und da kommt dann die nächste Aktion ins Spiel, nämlich ein Ziel festlegen. Und das bedeutet, dass man jetzt seinen Druckstein entsprechend der Zahl bewegen kann. Und zwar entspricht
die Zahl der Ebene, die man also maximal, auf der man maximal den Druckstein setzen kann, also den Druckstein von Einstellung 6 darf man also jetzt in die Ebene 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stellen. Genauso mit 5 bzw. 4. Und Ziel festlegen heißt, auf jeder Ebene sind 2 Aktionen. Da entscheidet man sich, muss man sich jetzt entscheiden, ob man die eine Aktion oder die andere Aktion machen möchte. Da stellt man dann einfach seinen Druckstein hin. Das ist die Aktion Ziel festlegen. Das Ziel festlegen kann man auch, indem man von seinem Luftschiff Dampf ablässt. Bedeutet, man geht hier mit seinem Druckstein in die Maschinenebene und geht dann Feld für Feld zurück, um dann Dampf abzulassen. Und wenn jetzt auf dieser Ebene hier solche Schiffserweiterungen sind, dann kann man diese Schiffserweiterungen nutzen. Diese Schiffserweiterungen haben in der Regel Eigenschaften. Das sind in den meisten Fällen Ressourcen, Zahnrad oder Edelstein oder wie in diesem Fall dann eine Dampfeinheit, die man dann hier wieder verteilen kann. Also jedes Mal, wenn ich hier über so eine Maschinenerweiterung ziehe, darf ich diese Eigenschaft nutzen. Ich kann jederzeit hier wieder in den Dampfbereich gehen. Zum Beispiel hier auf diese Einstellung 2 und muss dann aber sofort diesen Druckstein auf die entsprechende Ebene gehen, also in dem Fall Ebene 2 und muss dann dort eine dieser beiden Aktionen als Ziel festlegen. Das ist also die zweite Möglichkeit, um ein Ziel festzulegen, indem ich also einen Druckstein, der in einem höheren Bereich ist, in den Maschinenraum versetze und stufenweise Druck ablasse, um dann in eine niedrigere Ebene dann einen Druckstein einzusetzen. Die nächste Aktion ist jetzt dann diese Drucksteine, die auf den Ebenen sind, zu benutzen, diese Aktionen auszuführen. Das kann ich einzeln machen. Ich kann also jetzt zuerst hier mit einem Druckstein auf zum Beispiel die Ebene 6 gehen, eine Aktion auswählen, dann, wenn ich wieder an der Reihe bin, diese Aktion dann ausführen. Ich kann aber auch erst mit meinen Drucksteinen ein Ziel festlegen, also in dem Fall 6, 5 und 4 und kann dann wenn ich das nächste Mal an der Reihe bin, komplett alle Aktionen ausführen, die meine Drucksteine hier haben. Wenn ich diese Aktion jetzt nutze, im Regelheft steht Ziele anfliegen, entscheide, dann hatte ich ja schon gesagt, mache ich jetzt die Aktion, auf die ich vorher meinen Druckstein gesetzt habe. Ich kann aber auch, statt diese Aktion zu machen, mein Dampfschiff erweitern. Und zwar ist auf jeder Etage sind 4 Luftschifferweiterungen ausgelegt, die ich nacheinander dann kaufen kann. Dazu muss ich mich entscheiden, möchte ich eine Luftschifferweiterung kaufen, die dann hier in meinem Luftschiff verbaut wird, um sie dann eventuell zu nutzen. Na, in dem Fall würde man einen Edelstein bekommen. Ich kann aber auch diese Schiffserweiterung als Banner nutzen. Dieses Banner kommt dann hier ans Ende des Luftschiffes und bringt mir, je nachdem welches Banner ich besorge, noch Eigenschaften und Siegpunkte, die ich dann nutzen kann. Also, wenn ich mich für die Aktion alle Ziele
Anfliegen entscheide, kann ich diese Aktionen nutzen, auf der meine Drucksteine stehen. Oder ich erweitere mein Luftschiff entweder als Schiffserweiterung hier unten im Dampfschiffbereich, oder ich nutze diese Erweiterung als Banner und nutze dann die entsprechenden Eigenschaften und Boni. Das sind die Aktionen. Wenn ich an der Reihe bin, kann ich also entweder den Dampf erhöhen, dann verändere ich hier die Position der Drucksteine, oder ich lege Ziele fest. Damit bewege ich hier meinen Druckstein auf die entsprechende Etage, die ich nutzen möchte. Auf die Etage gehen kann ich auch, wenn ich Steine nehme, die hier schon hoch platziert sind, indem ich dann Druck ablasse. Ich kann aber auch jederzeit die Aktionen nutzen. Ich kann aber auch jederzeit das Ziel anfliegen, entweder nur wenn ein Stein hier oben steht oder wenn alle Steine hier liegen, dann kann ich sie auf einmal dann anfliegen und die Aktionen dann der entsprechenden Etage nutzen. Oder statt die Aktion der Etage kann ich hier Schiffserweiterungen kaufen und die entsprechenden Eigenschaften dann nutzen. Der eigentliche Grund, warum ich hier Erweiterungen kaufen sollte, ist, dass am Ende jeder Erweiterungsreihe solche Statuen liegen, die man dann bekommt, wenn man das letzte Plättchen gekauft hat. Und diese Erweiterungen werden hier automatisch auf diese drei Plätze hier gelegt. Und das ist eine der Spielendbedingungen. Derjenige, der hier das dritte Plättchen legt, bekommt sofort drei Siegpunkte, drei Stimmen, wie es in dem Regelheft heißt, und läutet im Prinzip das Spielende ein. Das heißt, die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt und dann ist jeder noch einmal an der Reihe, wird quasi noch eine letzte Runde unter speziellen Bedingungen abgehalten. Ja, und wer danach die meisten Siegpunkte hat, ist dann Sieger dieses Spiels. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, welche Aktionen man hier auf den einzelnen Etagen machen kann, ist hier im Regelheft gut erklärt. Genauso alles andere, die ganzen Eigenschaften der Spielerweiterungen und auch der Banner sind im Regelheft gut erklärt. Das Einzige, was ich noch erklären möchte, ist, ich kann, wenn ich hier in Stimopolis reise, die einzelnen Etagen besuche, auch noch hier Passagiere mitnehmen. Da haben wir einen orangenen Passagier und einen blauen Passagier. Und wo die hinwollen, ist hier auf diesem Passagierplättchen angezeigt. Natürlich muss man da gewisse Regeln beachten, die aber im Regelheft erklärt sind. Und das ist auch die zweite Spielende-Bedingung. Das Spiel ist auf jeden Fall auch zu Ende, wenn dieser Passagierstapel abgearbeitet worden ist. Ich denke, dass ich euch einen kurzen kleinen Überblick über den allgemeinen Spielablauf geben konnte, sodass ihr euch jetzt ein Bild machen könnt, ob dieses Spiel etwas für euch ist. Das ist das Spiel Stimopolis von Korax Games für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren. Viel Spaß!